Wow, ich habe 20. Ach, hier ist auch gleich der Turm. Jungs, ey. Halt die Schnauze, ey, sonst wirst du nicht abgeschlachtet werden. Realisten, bla bla bla. Ihr Wurst. Arno, Alter. Bist du eigentlich komplett doof? Jetzt auf einmal geht das, ne? Da muss ich erst 5000 Mal die Leertaste spammen, damit der überhaupt was macht. Oh, und dann hasse ich so einen Scheiß hier, wenn man das suchen muss hier, ey. Ja, ne, nur das kannst du auch gehen, natürlich. Müsst mir auch die letzte Sekunde rauben, ne? Wo bist du? Ja. Und dann sieht man diese schönen Low-Polygon-Häuser, wenn die Kamera immer weiter rausgeht, die auch meine GeForce 420 MX darstellen können. Ja, GeForce 4, ne? Damals war das alles noch viel leichter mit den Grafikkarten. Alter, ich dachte schon, der springt einfach so runter, ey. Blup. Düdün. Hi Boy. Ah, fühlt er sich mittel überrumpelt, hä? Müssen wir Elise retten? Ich glaube dann, weil der Arno schon wieder das nicht gemacht hat, was er sollte. Komisch, bei mir macht das auch nicht, ne? Also es ist ja nicht eine. Es ist ja Arnos Schuld quasi, dass er auch nicht dorthin klettert, wo er hin soll, ne? Also er macht ja auch nicht das, was der Großmeister sagt. Templer überfahren. Das ist schon Sequenz 6. Holy fucking shit! Holy fucking shit! Scheiße. Shit, fucken. Ach, hier ist es auf jeden Fall Tag. Egal. Aber jedenfalls schön verbarrikadiert haben die sich gerade. Ach ja, ich mag es irgendwie, wenn Menschenmassen da sind. Also jetzt wirklich. Die GTA sahen ja alle so leer aus, ey. Die früheren. Elise finden. Man, die hat überhaupt keine Haare. Hoch. Hat er mich gerade ernsthaft? Wurde ich gerade von einem Level 2 Mongo gerade hingerichtet? Das lass ich nicht auf mir sitzen. Na komm. Oh ja, na klar, ich laufe nochmal den Weg. Ich habe ja nichts Besseres zu tun. Das war auch wieder die beste Logik hier. Reinrennen. Weil stand ja verteidigen da, ne? Die checken es einfach nicht, ey. Die checken es einfach nicht. Nein, ernsthaft. Shit, das war zu weit. Arno. Perfekt. Hallo, Elise. Was geht hier vor?
Wo ist Monsieur Lafreniere? Er ist tot. Was? Doch, ich erkläre es dir später. Ja, früher, ne? Waren die Waffen ein bisschen unpräziser. Das heißt, eigentlich hätte sie den töten können, den Arno. Arno, Alter, verdammte Scheiße, bist du eigentlich komplett behindert jetzt? Mach doch einfach, ey. Ja, ich unterqueren. Wer da ist uns im Weg? Sollen wir? Ich will mal einen Konter machen, ey. Warum geht denn das nicht mehr? Bäh. Alter, Elise, ich hab schon zwei gekillt. In your face. Putsch. Was ist? Ich weiß nicht, wie wir wieder rauskommen. Ich klettere hoch und sehe mich um. Okay. Ich bin einfach ein Gangster. Wie wär's denn eigentlich mit dem Durchgebüsch gehen? Lass mal Scheiße essen gehen. So. Wir sind jetzt hier. Ja, chill mal, Dude. Holy shit, ey. Also hier der Weg kann man vergessen hier. Na doch, wir müssen wahrscheinlich Ubisoft-Logik. Wir müssen hier immer schön an den Gegner vorbei. Also müssen wir... Nee. Da. Dein fucking Ernst, ey. Ich hab mich gar nicht verlaufen, wir sind ja... Du hast uns hier reingeführt und jetzt sagst du, ich hab mich verlaufen? Ist die Tür zugeschlossen? Und dann könntest du einfach hier durchgehen. Ansonsten müssen wir den langen Weg nehmen, ne? Frau Elise. Wir müssen hier rein. Dann müssen wir... Ho... Ja. Wie kommen wir hier wieder raus? Chill jetzt. Hier rein, links... Also hier rechts, links, rechts, ho, ja, dann hier durch, da lang, da und das ist doch falsch. Muss ich dann hier unten lang. Na toll. Ne, wir gehen einfach mal los. Irgendeine Idee? Nein, wie wär's mit Backen halten und ich gehe jetzt hier raus. Ja, Level 3 Schloss, ey. Ich hab ja Langeweile oder was hier. Junge. Oh, ich bin zu weit. Irgendeine Idee? Verdammt, noch eine Sackgasse. Ich kann überhaupt nichts sehen. Wie kommen wir hier raus? Muss irgendwo hier sein. Da drüben. Nein, wartet. Verdammt. Ja, und auf einmal wissen alle Bescheid und natürlich können die sich automatisch dann hier rüber navigieren, ne? Wo sollen wir lang? Ja, natürlich. Habt ihr schon den ersten gesehen? Hier, die nächsten kommen einfach an, weil sie wissen, wo es ist hier. Immer wissen sie es, den Weg hier. Hey, Junge. Erstens habe ich pariert. Hey, Junge. Verpiss dich jetzt hier. Du hast dich verlaufen. Greif doch mal an. Danke. Ja, Alter. Piece of shit, stirb. Jetzt du. Das machst du elegant. Also ich meine den Gegner hier. Und das ist Level 4? Na, ich bin ja auch Level 4, aber trotzdem mache ich hier nichts hier. Na also. Ne, Gebiet verlassen hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich das verlassen soll. Ich hatte mich schon wieder verlaufen. Shit. Hier oben ist es nicht, ne? Nein. Nein, diese Kante kannst du nicht hochgehen, ne? Natürlich. Aber hier kommst du. So. Ich bin raus.
zwei von ihnen voraus. Gucken wir mal, ob es Ellie's raus findet hier, ey. Das ist toll, Arno, dass du einfach mal so einen Zivilisten killst. Anstatt das fucking Ziel, ey. Toll, mein Ford ist aufgebraucht. Und dieser dumme Spaß killt mich jetzt gleich, ey. Ja, die steht vor dir. Ach, diese Steuerung, ey. Der Arno, der ist einfach so querschnittsgelähmt, ey. Auf... Zwei von ihnen voraus. Im ganzen Körper. Ich nehme seinen Freund. Was nun? Wir müssen das zu zweit denken. Warum schalten wir sie alle? Ja! Hast du eine junge Frau gesehen? Groß. Ich glaube, das waren alle. Soweit gut. Aber vor uns ist noch eine größere Gruppe. Jetzt wollen sie es cool machen. Weißt du, cooler wäre es, wenn man... Besteig ihn. Oder vielleicht hast du bessere Sicht, wenn du... Und tschüss. Ich will dich auch nicht abschütteln. Bewegt sich ja noch gar nicht. Arno, machst du jetzt bitte was? Oder du hättest ihn auch gleich in dem Atemzug auch killen können, ne? Ganz cool machst du das, Arno. Ich bin stolz auf dich. So ein Mongo, der Arno, ohne Witz, das ist genau das ist das Problem an diesem Assassin's Creed Spiel. Sie können nicht weit sein. Findet sie! Geh schon. Ich lenke sie ab. Vertrau mir. Triff mich morgen im Café Theater. Dann erkläre ich alles. Du spinnst. Ich werde da sein. Ich könnte mich verspäten. Und jetzt hau einfach nur ab. Den Schurken entkommen, na also passt schon. Na klar, Alter. Warum denn einfach, wenn es auch kompliziert geht? Wenn die jetzt hier reingucken, Alter, dann flipp ich aus. Wie Kakerlaken hier, ey. Kopfschüsse. Maßgeschneiderter. Warte mal. Rüstungsansehen hier. Ich bin doch auf festem Boden, oder willst du mir sagen, ich gerade in der Luft schwebe, ey? Aber den habe ich doch schon. What the fuck, ey. Habe ich einen Motor gekriegt? Maßgeschneidert? Nee, alles klar. Wie viel haben wir? Wir haben 12.000 von diesen Dingern hier. Da können wir auch eigentlich mal was hacken, oder? Da muss ich dann nur noch kaufen. Ne, wir hacken es mal. Helix-Credits sind das, ach so. Ja, Ubisoft, ich kaufe mir wahrscheinlich noch für 100 Euro so ein paar Helix-Credits, weil ich ja zu wenig für dieses Spiel bezahlt habe. Dieses Spiel kostet ja nur 60 Euro, dann will ich nochmal 100 Euro ausgeben, damit ich ein Ingame-Item kaufe. Ich finde das so dumm, ey, welcher Idiot kauft sich denn sowas, ey? Den müsste man gleich direkt wegsperren, ey. Weil durch solche Idioten geht das Ganze ja weiter, weil die sich denken, naja, es hat sich jener gekauft. Das klappt ja schon alles.
Ich habe auch mal einen Gegenstand gehackt, merke ich gerade, ne? Das war bestimmt. Es war auch so ein Noob-Gegenstand. Scheiße, ey. Na egal. Ich spiele das Spiel ja eh nicht. Ich spiele das Spiel, weil ich crazy bin, weil ich ein crazy Motherfucker bin. Was ist denn hier los? Edwards Assassinenmotor. Nein. Nein, Alter. Wer ist denn dieser Edward? Ach, hier. Also ich werde gerne das hier nehmen. Weil es cool ist hier. Sieht auch schon sehr, sehr cool aus, ja. Aber weil das Spiel doof ist, geht das nicht. Aber so. Hallo, hallo, hallo. 5000 bitte. 5000 für alle, für euch.